Und wir beginnen die Sendung mit einer Eilmeldung, denn das deutsche Team steht sensationell im Finale der Eishockey-WM. Im Halbfinale gegen die USA setzte sich die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis in der Verlängerung mit 4:3 durch. Gegner im Finale morgen ist Kanada. Und es ist das erste WM-Endspiel mit deutscher Beteiligung seit 93 Jahren. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.